Ja, und damit ein trauriges Willkommen zu dieser Folge von Let's Play Secret of Mana Remake. Ja, warum traurig? Alle, die dieses Spiel kennen, die wissen, was wohl am Ende dieser Folge passieren wird. Aber für alle, die es nicht wissen, denen will ich das jetzt natürlich noch nicht verraten. In der letzten Folge hatten wir jetzt letzten Boss diesen komischen Höllenphönix oder besser gesagt noch Sonnenküken. Jetzt kommt wieder ein Drache und das müsste der Lavadrache sein, ja. Oh, 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 ich brenne. Naja, ihr Kräuter, ich brenne. Ach ja. Komm, wir machen ein bisschen Eismagie. Also die Drache, die sich besser treffen. Crit. Lol. Außerhalb der Map. Na, nun komm her. Jetzt ist sie gerade ganz gut zum Treffen. Ach, naja, sowohl Eiswaffen bringen uns auch weiter. Aber eigentlich wollte ich mit, genau mit ihr. Würde ich zaubern. Nein, ich wollte mit der anderen zaubern. Ach, geht schon wieder nicht. Diese Lavadrache. Hat er eigentlich schon mal einen Feuerzauber gemacht? Nö. Noch keinen einzigen. Oder? Hat er es doch mal gemacht? Weiß es doch nicht. Ja, mal auf den Schwanz aufpassen. Warum macht uns Explosion auf Level 7 keinen Schaden? Das verstehe ich sowieso nicht. Alter, das ist 7. Ist er tot? Oh Mann. Das ist doch jetzt ein Witz. Naja, die Drachen waren sowieso am stärksten beim Secret of Mana Hard Mode. Ich glaube, da haben die Zauber gar nichts gebracht. Da musste man den auch tot kloppen und mit dem war man ziemlich schnell tot. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das schaffen konnte. Keine Ahnung. Aber wir haben unsere Eiswaffen noch. Eis. Doch nice. Na, nun geht die sterben. Endlich. So, jetzt sind wir wieder bei unserem Lieblingssatz. Continue on. Ach nee, doch nicht, jetzt hat sie was anderes. Ja, wer das wohl ist. Unsere Lieblingskröten. Und was ist drin?
Chili Royale, nice. Das kann man hier auch brauchen. Hä? Ein Geist hat verbesserte Klingen gezaubert? Oder hat die Kröte dem die Klingen gezaubert? Lol. Das war jetzt irgendwie gerade komisch. Ich meine, was will ein Geist mit verbesserten Klingen? Hä? Ach, wenn ich diese Ruinen schon sehe, dann weiß ich schon, welcher Boss kommt. Ja, diesmal ist es kein Drache. Level 59. Keine Ahnung, welches Level wir wohl erreichen werden am Ende des Spiels. Ich schätze mal 67. Also 67 oder 65, denke ich mal. Das heißt auch, wir sind nicht mehr weit vom Ende entfernt. Aber es ging dann ja auch lange genug. Hier lang? Ist das richtig? Ja, ist richtig. Ich weiß gar nicht, bei welchen... beziehungsweise beim wievielten Part wir schon sind hier. Ich glaube, irgendwas sind über 20. Spätere Stufe 7. Gut, damit kann sie es endlich mal weglegen und dafür eine andere Waffe nehmen. Ja, was geben wir denn mal? Die Drachenlanze. Die kann sie ziemlich lange behalten. Und ich habe ja noch den Speer auch noch ziemlich lange. Und sie hat die Peitsche auch noch etwas hoch. Alles gut versorgt. Ich wundere mich gerade, eigentlich müsste der Boss schon kommen. Da ist er. Der Donnermutant. Ah, den haben wir wirklich geil gemacht. Er verschwindet und taucht wieder auf. Elektroschockarte. Alter, what the fuck geht denn jetzt? Aber auf einmal ist sie tot. Ganze Zeit kein Damage und dann auf einmal tot. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Und das hat mich jetzt irgendwie gerade so verwirrt, dass ich mir selber einen Honig gegeben habe, obwohl ich voll bin. Lol. Komm, müssen wir auch mal ein bisschen zaubern. Der Gnome ist dafür genau richtig. Ist das schon wieder Pläne 50? What the fuck geht denn jetzt ab? Na gut, das macht ja nicht so viel Schaden. Aber dieser eine Elektroschock-Atem, oder was es da war, der macht richtig viel Schaden. Ja. Verwirrung. Oh.
umgekehrte Steuerung. Oh Mann. Ich überlebe es immer nur knapp. Ah, nicht mal verwehrt. Das war ein Donnerschlag. Ja, der Windschuss ist nicht so stark. Autsch. Donnersäbel, oh nö. Jetzt machen wir eben keinen Schaden. Oder doch? Doch, toll. Aber weniger. Oh, aber er hat eh nicht mehr viele. Na dann, danke für die Donnerwaffen. Komischerweise haben wir ihm trotzdem noch Schaden gemacht, denn eigentlich kenne ich das so, dass wenn wir Donnerwaffen jetzt gehabt hätten, dass wir ihn dann nur 1 und 0 Schaden nur noch machen würden, aber hier im Remake ist es irgendwie nicht so. Ich meine, klar werden wir weniger Schaden gemacht haben, aber es war hier nicht so extrem, wie beim Original anscheinend. Der Geist da, macht der Sitz oder was? Oh Mann. Ach ja, der Nebelvulkan. So eine Ruine wieder. You must defeat the dragon in the forest. Wir wissen's. Left to proceed. Ja, will ich. Ja, ich will. So. Der letzte Drache jetzt, der kommt, ist der Donnerdrache. Und das war's dann auch. So, dann der vierte Drache. In diesem Vulkan. Ja, ihr habt richtig gehört, der vierte, weil diese eine Drachenechse, das ist auch mit einem Drache. Der zählt auch als Drache dazu. Steht sogar im offiziellen Lösungsbuch. Bereich Stufe 3. Nicht schlecht. Ach, die Elfen kann schon wenig zaubern. Hier geblieben. Fliegt er einfach davon. Wo ist denn die Elfe? Ach, da ist die Elfe. Ah, Donnerschlag. Alles klar. Und noch ein Erdrutsch.
Ja, der war auch nicht besonders stark. Bravo! Den Hintergrund hier habe ich anders in Erinnerung. Ich habe hier in Erinnerung, dass hier irgendwie gar nicht zu sehen war hinter der Mauer. Das ist aber nur den entfernten Wald. Und ein bisschen Himmel. Aber kein Waldrand. Hm. So, die letzten Gegner. Hä? Ich sehe die hier nicht. Ach, da. Lol. Endlich. Mit dem Crit sterben ist doch immer gut. Außer man stirbt selbst mit dem Crit. Oder durch einen Crit. Continue on, shall I say? Jetzt wird's traurig. Ja, siehst du doch. Ja, da war noch mal um. We did it! Now all you gotta do is revive that mana sword and get out of here. This feels like I'm dreaming. Did we really do it? You made it. I'm glad I met you. And you too, for that matter. What can I say? You guys would have been lost without me. Okay, that's clear. What happened to us in such a short time? Without you guys, I never would have made it. Thanks. There's one last job to do. If the mana tree can restore the sword, that fortress won't stand a chance against us. Let's go. Und es wird hell. Fools! Feast your eyes upon the power of the mana fortress. Fire! Where are we? Wait, where's the mana tree? Vor dir. Drat! Thanatos gave us the slip again. And we were so close. What's going to happen to the world now? Dylok is... Do not despair. Even without physical form, I am still with you. The resurrection of the mana fortress has used up most of the world's mana. Soon all the mana beasts in the world will be transformed into one giant creature. This great mana beast is the only one who can bring mana back to the planet. But the rapid decrease of mana has caused the beast to descend into a crazed frenzy. If the beast attacked the fortress, the world would not survive the encounter. The only way to avoid this tragedy is to first defeat the mana beast with the sword. Only those with the blood of the mana tribe in their veins can wield the mana sword.
Your father, legendary Taznikan Knight Saren, was to retrieve the sword, but... 15 years ago, Saren sought to defeat the evil Emperor, but he was badly wounded. With the last of his strength, he journeyed to Potos to retrieve the Mana Sword, but he never made it. You mean that ghost I saw by the falls? That was my father? Yes, it is true. Your father was the legendary knight, and I was his wife. Your mother. We are of the Mana Tribe. Members of our tribe are fated to become the Mana Tree to protect the world for future generations. Others, like your father, inherit the Mana Sword to fight the evils that threaten peace and prosperity. You must stop the fortress. Its stores of mana are nearly gone. You could penetrate its shields. With the last of my energy, I will call upon the seeds of mana to once again resonate with your sword. I am sorry. I was never there to care for you growing up. Mother! Wait, is that really you? But what happens without the Mana Tree? No! We finally meet, and now this? Talk to me! Mother! Mother! Oh no! Mother. Das erinnert mich irgendwie mal an den Song von Rammstein Mutter. Snap out of it! Your mom gave us hope. Don't let her last moments go to waste. It's tough, but we're all dealing with our own losses. Sis ain't got a mom. Neither do I. Sorry. I'll be okay. The Mana Tribe, huh? I've got big shoes to fill. But I'll protect the world like my mother and father. Now you're talking! That's why you're my number one subordinate! Yeah, I don't know why, but it almost feels like I met my own mother. She's here in my heart, just like your mother's in yours. Na, endlich ist es vorbei. Gut, dann können wir nicht so weg hier. Ja, wir müssen irgendwo unsere Waffen verbessern und safen. Das Vulkan ja wieder. Ja, zu dir kommen wir später. Fliegen wir wieder zur Goldinsel. Hier können wir alles erledigen. So ein Süßholzgeraspel jedes Mal. Gut. Speer. Der. Wie heißt das? Achte Schwert. Drachenspalter. Gut.
Original heißt der, das letzte Schwert Drachentöter. Man kann auch das Mana-Schwert bekommen, aber das, da ändert sich dann nur das Design im Spiel. Also das Schwert sieht nur ein bisschen leicht grün aus, ist aber genauso stark der Drachentöter. Also und das Mana-Schwert konnte man auch nur mit einem speziellen Cheat bekommen, sonst nicht. Aber wie gesagt, eigentlich ist der Drachentöter das Mana-Schwert. Denn das Mana-Schwert ist nicht stärker. Es hat die gleichen Attribute. Muss ich irgendwas einkaufen? So. Wo war denn hier der Laden? Ach da. Welcome. What'll it be? You. Naja, die Sachen, die sind ja jetzt schlechter. Anything else? Gut. Come again. Oh, mein Geld. Das kann ich jetzt allerdings gar nicht mehr gebrauchen. Ich wüsste nicht wofür. Ich brauche noch nicht mal pennen gehen. Auch nur safen. Ich glaube, ich hätte eigentlich schon mal wieder Boxen im Dialog zu erleben, aber hier geht das ja nicht. Glaube ich. Nee. Weil hier mal wieder keine Stühle sind und kein Tisch. One night is 200 GP. Dann safen wir mal. Gut, und damit ging diese Folge fast so lange wie die vorige. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann geht's in der nächsten Folge zur Mana-Festung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.